läuft die Säule für den zweiten Tank auch. Ich habe noch schnell Blue vorgetankt. Guten Abend. Die ersten 3 Stunden sind rum. Ja, 3 Stunden. Uhr 30. Valenz. Oder wie das hier heißt. Valenz? Keine Ahnung. Ich kann das aber nicht aussprechen. Hello again! Ja, kurz vor Abfahrt. Den muss ich noch wegheften. So, Kaffee ist auch fertig. Kann es ja gleich losgehen. Ah. Also, in die 3. Nachtschicht. Herrlich. Herrlich. Also der Schnee hat sich fast verflüchtigt, komplett. Fast verflüchtigt. So, Kaffee ist fertig. Ich hoffe mal nicht, dass das heute Nacht so eine Rutschpartie wird. Wie, ja, das letzte Drittel der Nacht. Aber ich fahre ja weiter in den Süden runter. Ich hoffe ja mal, dass da das Wetter besser wird. Hoffentlich. So, mein Ziel ist heute Nacht Barcelona. Ich hoffe ja mal, dass das klappt. Aber dann sehen wir heute Nacht. Ob das klappt oder nicht. Wenn ich den Verkehr mir so angucke, ja, geht. Geht einigermaßen der Verkehr. Na, ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwo zu doll Feierabendverkehr ist. Aber das sehen wir. So, meine lieben Leute. So, Abfahrtskontrolle. Kaffee ist da, wo er hingehört. Ja, noch nicht ganz bei mir in der Blutbahn, aber kommt auch noch. Dann starten wir gleich weiter in Richtung Spanien. Drei Stunden sind rum und das ist auch das letzte Mal, dass ich jetzt nach 3 Stunden eine Stunde Pause mache, weil wir in 3 Stunden Spanien sind und da ziehe ich dann wieder voll durch. Ich ziehe heute Nacht auch einen 10er durch, weil ich habe gestern durch den Schnee ein bisschen Zeit verloren und deswegen machen wir heute Nacht einen 10er. Ja, Schnee vorbei, wir haben hier jetzt 7 Grad. Ich bin hier in, genau, ihr könnt es wie immer nicht aussprechen. Ja. Keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen, auf alle Fälle. Schon an der Côte d'Azur. Das Meer ist da in die Richtung, da hinten. So. Getankt. Das ist die günstigste Tankstelle hier auf dem Weg. Mit 1,69. Also fast wie in Luxemburg. Fast. Ja. So, Pause, wenn die Pause gleich rum ist, reiten wir weiter. Und was mir aufgefallen ist, die haben Montpellier die beiden Mautsteine weggenommen, die auf der Strecke waren, auf der A7. Die sind weg. Ne, A9, ne? Ich weiß gar nicht, A7, A9? Wo sind wir denn gerade? Keine Ahnung. Die beiden Mautsteine sind weg. Als ich das letzte Mal hier war, das war schon
locker 6-7 Jahre her, da waren noch zwei Mautstellen. Da muss man noch zwei Mautstellen durch. Die sind weg. War ich ganz überrascht. Ja, überraschend kommt jetzt auch was essen. Das habe ich nämlich vorhin nicht. Und dann reiten wir weiter Richtung Spanien. Weil Donnerstagmorgen wollen wir da sein. Müssen wir da sein. Und Freitag müssen wir wieder zurückladen. España, olé! So, gerade Lorette mal vorbei. Und es läuft. Es läuft richtig gut. Aber mir ist hier in Spanien jetzt auch was aufgefallen. Und zwar scheinen die hier auch keine Mautstellen mehr zu haben wie in Italien. Oder scheinen die keine Mautstellen mehr zu haben wie Frankreich und Italien. So meine ich jetzt. Weil unten La Chanquera. Wenn du im Berg runterkommst, hast du normalerweise hinter der Tankstelle oder hinter der Raststätte eine Mautstelle gehabt. So, die war links und rechts auch noch vorhanden und die Straße ging gerade durch und die Mautstelle war abgebaut. Ich bin schon so lange hier unten, nicht mehr hier unten gewesen, gar nicht mehr auf dem Laufenden. Haben sie die abgeschafft? Anscheinend schon. Das werde ich wohl jetzt rausfinden. Ich habe ja noch 1076 Kilometer. Wenn ich in den 1076 Kilometern durch keine Mautstelle mehr durchkomme, weiß ich, hier gibt es keine Mautstelle mehr. Ja. So, Barcelona haben wir auch gleich. Barcelona rum und dann geht es Richtung Alicante. Also nicht Alicante, sondern Alicante. Und wir haben 10 Grad übrigens an die Kante. Oh geil. Ey. Die scheinen hier in Spanien tatsächlich die Mautstellen abgeschafft zu haben, weil hier, wo ich gerade stehe, zu einer Dreiviertelstunde Pause, hier war mal die alte Mautstelle Tarragona. Ja, hier war mal die Mautstelle Tarragona. Und ja, es ist ein riesengroßer Parkplatz geworden anscheinend. Wie es aussieht. Also hier ist nichts mehr Mautstelle. Also gar keine Mautstelle mehr. Weder hinter Barcelona war noch eine, noch vor Tarragona. So, hier ist Ende Tarragona. Keine Mautstelle mehr. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, wo ich mir mal ein bisschen die Beine vertreten wollte. Ne? So, 3-4 Stunden Pause. Jetzt allerdings aber auch gleich schon zu Ende, weil Fadi hatte Hunger, Fadi hat was gegessen. Und ich glaube, Fadi geht erstmal ins Auto, bevor Fadi eine kalte Dusche kriegt. So, Pause ist rum. Stimmt jetzt hier nicht.
Das sind jetzt auch mal wieder 1033 Kilometer. Verstehe ich jetzt nicht, Jan. Naja. Das wird sich wohl gleich schon regulieren, denke ich mal. So. 2 Stunden 43 auf dem 10er können wir noch. Und das machen wir heute auch. Aha, 905, ich wollte mir gerade sagen. Ja, das machen wir heute Nacht auch. Weil so ist dann morgen nicht mehr so viel. Beziehungsweise, ja, morgen. Morgen, genau. So. Aber Lavi, du weißt schon, dass ich auf der Autobahn bin, oder? Keine Ahnung, vielleicht habe ich wohl noch mehr. Tag, es ist mal hell. Wir haben 20 vor 4 Valencia oder kurz vor Valencia. Es sind jetzt noch 685 Kilometer und ihr habt richtig gesehen, da hinten ist das Meer. Und hier vor mir ist jetzt einer, der verkauft Apfelsinen. Ich war ganz erschrocken vorhin, als ich rausging, dass da einer sitzt. Wann haben wir denn heute? Das ist schon der 14. Valencia. Ja. 21 Grad. Ne, 19 haben wir jetzt noch. Vorhin, als ich aufgestanden bin, waren 21 Grad. Ehrlich. Schön, so lässt sich es aushalten. Kann man sich am 14. Dezember gar nicht so vorstellen, aber ist schon geil. Das ist schon schön. So, Abfahrtskontrolle läuft. Ums Auto gelaufen bin ich auch schon einmal. Ja. Dann fahre ich gleich noch 4,5 Stunden. Mach dann nochmal Pause, weil jetzt durchrauschen hat keinen Sinn. Und dann morgen früh mal sehen, dass wir in Marbella abgeholt werden. Weil ich habe mit dem Monteur telefoniert. Er sagte, da hinzukommen ist ein bisschen tricky. Aber der Sohn ist wohl vor Ort. Vom Kunden. Und ja, denke mal, dass er uns dann irgendwo abholen, irgendwo einsammeln wird. Also es sind Deutsche. Also auch der Kunde ist ein Deutscher, ist kein Spanier. So, wenn die Abfahrtskontrolle gleich rum ist, nochmal 4,5. Und jetzt wieder Pause angesagt. Bleibt er jetzt nicht stehen, Kollege, ich will gleich weg. Nee, er fährt weiter. We'll be right back.
Also eins ist Fakt. Hier bleib ich nicht stehen. Hier bleibe ich nicht stehen. Ich mache jetzt meine 3-4 Stunden Pause voll und fahre bis zur nächsten Tankstelle. Hier bleibe ich nicht stehen. Auf keinen Fall. Weil sonst würden hier ja mehrere stehen, wenn es hier sicher wäre, oder? Ja, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen hier. Nee, also ich fahre bis zur nächsten Servicestation, heißt das hier. Weil das ist mir zu unsicher. Das muss nicht sein, dass wir hier noch, weiß ich, morgen früh ein Auto aufwachen oder Diesel weg ist oder sonst irgendwas. Ne, da muss man mich, glaube ich, auch ein bisschen verstehen. Also, ne. Hier unten im Süden bin ich vorsichtig. Dann nehme ich dir lieber eine Servicestation. Die nächste. Umso dichter sind wir morgen auch dran, umso mehr kann man morgen auch noch fahren. Weil zurückladen müssen wir auch noch. Guten Morgen. Es ist Granada. Ich bin denn gestern noch sehr viel weiter gefahren. Noch 2,5 Stunden, bis ich den Autohof gefunden habe, wo da noch Platz war. Beziehungsweise Autohof. So eine Servicestation hier, wo man sich noch hinstellen konnte. Ja, und das ist hier Granada. Ich habe jetzt noch 2 Stunden. Pause ist gleich rum, 9 Stunden. Habe ja Gott sei Dank mit dem Monteur gestern abgemacht, vor 10 nicht. Ja. Dann habe ich mir das gestern dann auf den Satellitenbildern nochmal angeguckt. Tja, ich werde mir die ganze Chose erstmal angucken, bevor ich reinfahre. Weil ich habe keine Lust, da irgendwie hängen zu bleiben. Deswegen muss ich irgendwie was finden, wo ich stehen kann und mir das angucken kann. Tja, schauen wir mal. 11 Grad Regen in Südspanien, kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber so. Leider noch. Ja, 10 Minuten noch, in 10 Minuten jetzt weiter. Irgendwann wird es interessant, ne? Und an dem Punkt bin ich jetzt angekommen. Wir sollen hier rechts geht nicht. Ich fahre jetzt mal geradeaus ein Stück weiter. Es ist aber auch Murphys Gesetz und das ist überall so, wie steht man irgendwo. Tja. Kommen auch überall PKWs. Kann ich auch nicht rein. Halt jetzt hier rein. Ja, die Schocks. Na, seid ihr schon da? Ja, das ist schön, weil ich komme hier nirgends um die Ecken. Ich komme hier nirgends um die Ecken, das kannst du vergessen. Ja, genau. Irgendwie komme ich hier, ich bin 600 Meter entfernt und irgendwie komme ich nicht nirgends um die Ecken rum. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ja, alles klar.
Jo, alles klar. Bis gleich. Ciao. Sie kommen ja nirgendwo mehr Ecken. Hallo, guten Morgen. Hier ist ein Fahrer von Kersten. Mit eurem Möbel. Moin. Ich bin 600 Meter entfernt und ich komme hier nirgendwo irgendwie um die Ecken rum. Das ist ganz schlecht. Ich stehe hier, wo stehe ich denn jetzt hier? Kalle, wie heißt das hier? Kalle Ibiza, kann das sein? Avenue Katanga, Katena, irgendwie so. Oder Vien. Ja, klar, ich schick dir den Standort. Klar, kriegen wir hin. Okay, jo, bis gleich. Ciao. So, dann warten wir. So, Leute, jetzt melde ich mich mal. Ich bin schon ein bisschen hier, das Auto ist schon halb leer. Interessanter Weg hierher, habe ich leider nicht gefilmt, weil zwei vom Auftraggeber mitgefahren sind. Ja, nun muss ich wieder einen Weg rausfinden. Das ist sehr interessant hier, überall. Also hätten die mich nicht abgeholt vorhin, wäre ich nicht hier reingekommen. Beim besten Willen nicht. So, aber irgendwie muss ich hier auch wieder raus. Hier geht's nirgends um die Ecke. Okay. Puh. Ja. So. Hier haben schon mehrere Bordscheiben kaputt gefahren. Die Richtung geht, glaube ich, auch gar nicht. In die Richtung wird auch nicht gehen. Würde ich mich wundern. Wir gehen mal gucken. Mit Glück wäre jetzt vielleicht ja was. Mit viel Glück. Das kann ich wohl gepflegt vergessen. Ich muss wohl tatsächlich so wieder zurück, wie ich gekommen bin. Interessant. Das wird nachher noch interessant. Irgendwie. Schauen wir mal. Wenn wir denn hier irgendwann wieder rausgefahren sind, haben wir noch ungefähr 185 Kilometer Zurückladestelle. Morgen laden. Geplant war Mittwoch ausladen. Mal gucken, vielleicht gehen wir jetzt auch schon Dienstag hin. Und von der Rückladestelle geht es in 2600 Kilometer wieder zurück nach Bremen zum Ausladen. Und danach schauen wir mal, vielleicht kommt da noch was. Wollen wir mal gucken. So, jetzt gehe ich jetzt wieder zurück zum Laster und machen wir den Schlachtplan schon mal so langsam wieder rauskommen. Aber was es gleich gibt, ist lecker Mittag. Gibt übrigens Auftraggeber aus. Mhm. Hast du, wie ich, auch niemanden, mit dem du Weihnachten feiern kannst? Oder hast du, so wie ich, einfach keinen Bock auf den Mist? Oder du bist einfach nur alleine und weißt nicht, was du machen sollst? Dann bist du herzlich eingeladen, die 3 Tage über Weihnachten zu mir in den Anti-X-Mist-Stream zu kommen. Es wird behandelt, meine ganzen alten Videos, sprich Italian Driver, Night Bandit und natürlich auch die Gegenwart und Zukunft mit dem Trailer Bastard. Vom 24.12. 18 Uhr bis zum 25.12. 18 Uhr, 24 Stunden live auf YouTube. Und vom 25. 21 Uhr, ja, 3 Stunden schlafen muss ich auch, bis zum 26. 0 Uhr live auf Twitch. Es sind 3 Tage, wo wir richtig Spaß haben werden. Wir werden viele Sachen machen, wir werden viele Sachen machen. Wenn du keinen Bock hast auf Weihnachten, komm einfach in den Streams vorbei. Ich freue mich auf euch.
geschafft! Alter, jetzt habt ihr im Dunkeln wahrscheinlich nicht gesehen, was für eine enge Kiste das war, aber das war nicht ohne. Ich musste komplett die Straßenecke kommen und wieder zurück. Es gab keine andere Möglichkeit, da rauszukommen. So, jetzt geht's zur Rückladung. Die Rückladung ist 204 Kilometer weg. Ja. Da fahren wir jetzt hin, machen eine Pause. Und dann laden wir denn. Alter Schwede. Das war mal nicht ohne. Boah. Und nochmal danke an die Jungs. An Pierre und seine Jungs, dass sie mir eben beim Rausfahren geholfen haben. Echt. Da werden auf alle Fälle eine Kiste Bier fällig nächste Woche. Mm-hmm.